Willkommen bei einer neuen Episode von Upcycled Industry, heute aus der Schweiz, aber online. Ich sitze hier mit Nadina Müller von der ZAW. Herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich freue mich auf unser Interview. Möchten wir mal anfangen mit einer Introduction von dir? Ja, guten Morgen Linda. Also vielen Dank mal fürs Interesse. Ich freue mich da zu sein. Mal schauen, was wir dann besprechen am Ende. Mein Name ist Nadina Müller, wie du gesagt hast. Mein Hintergrund ist, dass ich Lebensmittelingenieurin bin. Ich habe an der ETH studiert und doktoriert und nachher lange in der Industrie beim Bühler geschafft und bin jetzt seit 2,5 Jahren an der ZAW. Dort leite ich die Forschungsgruppe für Lebensmitteltechnologie und einer von den Kernforschungsbereichen beschäftigt sich genau mit nachhaltigen Lebensmittelverarbeitungsketten und wie wir durch innovative neue Verarbeitungsstrategien können, die ganzen Loops auch helfen zu schliessen. Super spannend. Wir haben uns ja schon öfters ein bisschen kennengelernt in der letzten Zeit. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass du genau auch die Kombination von Wirtschaft und Forschung mitbringen kannst. Ich hoffe, dass wir über das auch noch ein bisschen reden können. Allerdings als erstes, was mich sehr interessiert, ist das ganze Thematik Lebensmitteltechnologie. Du hast jetzt eben gesagt, nachhaltige Wertschöpfungskette oder und die Terminologie, die ich oft nutze, ist eben Kreislaufwirtschaft oder Upcycling. Wo sind da Berührungspunkte und wie kommst du mit dem in Kontakt? Wo sind Berührungspunkte? Ich meine, wenn man anschaut, wo heute Lebensmittelverarbeitung steht, dann ist man sehr weit in den Verarbeitungsschritt. Man kann sehr veredelte Produkte herstellen. In aller Regel aber entstehen auch viele Nebenproduktströme. Und das ist eigentlich der Berührungspunkt, den wir haben mit Kreislaufwirtschaft. Dass eigentlich die Idee ist, einerseits zu schauen, dass man möglichst wenig Nebenproduktströme generiert, dass man möglichst das ganzheitliche Produkt verwendet. Und wenn das aber nicht möglich ist, dass man sich überlegt, was kann man dann mit diesen Nebenproduktströmen machen, wie könnte man die weiterverarbeiten, dass man die kann zurückführen in die Lebensmittelkette und so zu mehr Nachhaltigkeit auch kommen in der ganzen Lebensmittelverarbeitung von wirklich halt vom Feld bis zum Teller. Mhm. Und die zweite Frage, was war die zweite Frage? Ja, nein, es ist eigentlich die gleiche Frage. Es ist mehr so die Lebensmitteltechnologie, wie spielt die dort drin? Also ja. Wo genau? Es braucht natürlich gleich einiges an neuen Verarbeitungsstrategien. Wenn man von Nebenproduktströmen redet, dann hat es sehr häufig auch Kontaminantien drin. Sowohl natürlich Themen rund um chemische Kontaminantien wie Schwermetall, physikalische Kontaminantien, aber auch, auch biologische wie Mikroorganismen und auch zum Beispiel Mykotoxin. Und da muss man sich natürlich sehr genau überlegen, wie könnte man jetzt die Nebenproduktströme aufarbeiten, dass sie wieder sicher sind, dass man wirklich guten Gewissens kann zurückführen in die Lebensmittelkette. Und in diesem Bereich gibt es ganz viele spannende neue Technologien. Und die Schnittstelle ist aber eine weitere ganz wichtige, dass Nebenproduktströme natürlich auch ökonomisch nachhaltig sind, nicht nur ökologisch. Und dann ist es immer sehr ein enger Bereich, wo man drin kann spielen. Entweder kann man etwas sehr Wertvolles als neues Produkt generieren, dann hat man mehr Spielraum, wie viele Prozessschritte man anwendet und wie teuer die dürfen sein. Oder wenn man halt sehr einen engen Spielraum hat an Margen, die man dann wirklich generieren kann, dann muss man sich sehr genau überlegen, wie kann man minimalst weiterverarbeiten, um überhaupt an einen Ort zu kommen, wo das kann nachhaltig werden bezüglich Business. Mhm. Absolut, absolut. Ist vielleicht auch jetzt gerade spannend, du hast gesagt, dass die Nebenströme wieder zurückgeführt werden in die Lebensmittelkette. Gleichzeitig muss ich aber auch eben die Anwendung passen, aus einem ökologischen, technologischen und ökonomischen Aspekt. Jetzt das Zurückführen von Nebenströmen in andere Industrien als Lebensmittel, ist das auch etwas, was sich bei euch zeigt? Also es ist auf jeden Fall auch etwas, was man im Hinterkopf haben muss, wo auch wir natürlich mitbeachten. Mhm. Aber für uns, also ich meine, unsere Gruppe heisst ja Lebensmittel. Für uns natürlich die erste Anwendung ist für uns Lebensmittel. Ja. Und wenn das nicht möglich ist, selbstverständlich, ist dann auch ein ganz spannender Bereich Verpackung, ja. Wo wir sehr viel wertvolle neue Produkte können entwickeln und neue Rohmaterialien auch für Produkte, ja. Wo auch bezüglich Nachhaltigkeit einen riesen Impact hätten. Und dann nachher kann man sich auch an andere Bereiche denken. Aber das ist für mich wirklich, zuerst muss man wirklich im lebensmittelnahen Bereich aus meiner Sicht denken, bevor man weitergeht, zum Beispiel in die Kosmetikindustrie oder in Baustoff. Okay,
ist auf jeden Fall sinnvoll. Man hört ja auch öfters von dieser Pyramide, wo ja das Lebensmittel als oberstes ist. Und wenn es geht, dass man es zurückführt in die Lebensmittelkette, wäre das sicherlich die präferierte Option. Kannst du vielleicht auch ein bisschen teilen, was ihr an der ZHAW genau macht im Zusammenhang eben mit der Kreislaufwirtschaft oder nachhaltigen Wertschöpfungskette? Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben, das macht am meisten Sinn, das ist vielleicht am interessantesten für die Zuhörer. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel beschäftigt sich ganz stark damit, wie können wir mit Mykotoxin belasteten Nebenproduktströmen umgehen. Wir haben da ein Projekt, wo wir uns zusammengetan haben aus verschiedenen Forschungsbereichen, von den Lebensmittelbiotechnologen, den Lebensmittelchemikern, den Biotechnologen und den Lebensmitteltechnologen, wo wir schauen, wie können wir, was für Ansätze gibt es überhaupt, um die Mykotoxin abzubauen? Finden wir einen Weg, weil der heutige Weg ist sehr häufig, dass man mykotoxinbelastetes Material aussortiert und dann zum Beispiel Weizen verarbeitet. Wenn wir jetzt aber einen Weg finden, wie wir die Mykotoxin können tatsächlich abbauen zu unschädlichen Formen für den Menschen, dann könnten wir das ganze Material verarbeiten. Und das würde natürlich einen ganz grossen Effekt haben bezüglich Nachhaltigkeit und bezüglich Gesundheit. Das ist mal ein sicher interessantes Beispiel. Daraus kommt natürlich die Ansätze, Biotechnologie, Lebensmittelbiotechnologie sind dann meistens im Zusammenhang mit Fermentationen, wo wir uns zwar nicht mit der Fermentation selber beschäftigen, aber sehen, dass vom ökonomischen Potenzial her ganz neue Fermenteransätze braucht. Und jetzt sind wir dran, ein Fermenterkonzept zu entwickeln, wo man bei sehr tiefen Wassergehalt kann schaffen kann, damit man nicht zuerst viel Wasser zugibt und nachher wieder muss alles trocknen. Wenn man das muss machen, dann ist eigentlich der Business Case dahin. Das sind dann sehr oft Nebenproduktströme, nicht eine riesige Marge draufschlagen kannst. Und darum sind das ganz wichtige Aspekte, um da zu verfolgen. Wir haben noch einige andere Themenbereiche in diesem Gebiet, wie Ersatz von Palmöl. Durch zum Beispiel Rapsöl oder Sonnenblumenöl, das man physikalisch modifiziert. Wir haben beschäftigt uns auch damit, wie können wir überhaupt Nachhaltigkeit bewerten. Also wie können wir überhaupt einen ganzen detaillierten Überblick schaffen und das in einem einfachen System dann auch bewerten, welche Strategien welchen Einfluss haben bezüglich Nachhaltigkeit. Zum Beispiel natürlich neue andere Rohmaterialien haben für einen Einfluss, aber auch wenn man von Prozess X zu Prozess Y in die Verwertung wechselt, was hat das tatsächlich für einen Einfluss bezüglich Nachhaltigkeit? Das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und auch sehr ein wichtiges. Eins, wo auch wir oft angefragt werden, wie macht man das? ich glaube wirklich auch noch eine sehr offene Frage, denke ich. Schaffen ihr schon lange in diesem Themenbereich? Oder ist das etwas Neues auch für euch? Es ist so, dass schon vor ich an ZHAW gekommen bin, hat es eine Gruppe gegeben, die hat sich rein mit Nachhaltigkeit beschäftigt, aber noch nicht so stark mit technologische Umsetzung von dieser Nachhaltigkeit. Und was wir jetzt neu aufgenommen haben, ist, dass wir tatsächlich auch in dieser neuen Gruppenkonstellation, die wir haben, dass wir da schauen, dass wir natürlich einerseits schauen, wie steht es bezüglich Nachhaltigkeit von Produkten, aber dann auch in die Umsetzung gehen und sagen, wie können wir jetzt das verbessern und durch technologische Ansätze. Von dem her, ja, Grundbausteine sind schon lange vorhanden. Und jetzt haben wir auch die verschiedenen Aspekte zusammengeführt, vom Wissen rund um Nachhaltigkeit, zu wie können wir es technologisch umsetzen. Das ist jetzt gerade interessant, wo du sagst, die verschiedenen Bausteine zusammensetzen. Du hast auch vorher aufgezählt, wie viele verschiedene Fachbereiche zusammenarbeiten. Ökosystem ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, wenn man die Kreislaufwirtschaft anschaut. Ihr als Fachhochschule, ihr arbeitet sicherlich auch oft in Ökosystemen, also das heisst mit Partnern außerhalb von euren Forschungsgruppen. Beides würde mich aber ein bisschen interessieren, wie sehr könnt ihr das umsetzen, eben in so multilateralen Projekten zu arbeiten? Wir haben auf jeden Fall beides. Einerseits Projekte, wo wir innerhalb von der ZHAW, also natürlich dann mit einzelnen Partnern oder sogar manchmal auch ganz allein, oder mit anderen Hochschulen arbeiten, um Grundlagen zu erarbeiten. Aber schon um die Grundlagen zu erarbeiten, müssen wir natürlich sehr genau wissen, was braucht es denn in der Industrie? Wo sind die grossen Herausforderungen der Industriepartner, zu überhaupt wissen, welche Richtung sollen wir gehen und was ist auch zielführend? Wenn es nachher in die Umsetzung geht, dann
schauen wir immer, dass wir Partner haben, Industriepartner haben, weil wir dann nicht Produkte entwickeln oder Lösungen entwickeln, die nachher keiner umsetzen will, etwas, was eins zu eins umsetzbar ist. Und dort haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einige bilaterale Zusammenarbeiten mit oder trilateral mit ein oder zwei Industriepartnern. Wir sind aber auch gerade jetzt dabei, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, ein grösseres Industriekonsortium umzubauen. Und wenn ich Industrie sage, dann sind das nicht nur die Grossen, sondern sind vor allem, also sind alles eigentlich. Es hat ganz viele KMUs drin, wo wir mit einem Wetter zusammenarbeiten. Es hat Startups drin, es hat bis zu den grossen Lebensmittelverarbeiter drin. Und da sind wir dran. Das braucht sicher noch ein bisschen mehr Zeit und weitere Gespräche, aber sind wir auf gutem Weg. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Potenzial im Bereich Nachhaltigkeit, aber ganz generell in der Forschung und Entwicklung, dass man versucht, verschiedene Partner zusammenzubringen mit ganz unterschiedlichem Wissen, auch ganz unterschiedlichen Interessen, wo dann durch Kombination von den verschiedenen Wissen und dann einfach dem Hintergrund, was sie haben, erst zu den richtig neuen und anwendbaren Resultaten kommst. Also dann würde ich sagen, wir haben querbeet alles von nur Forschung bis hin zu mit diversen Partnern. Und ich finde, es braucht auch alle Aspekte darin. Aber die Industrie, die ist für uns ganz, ganz wichtig und zentral in dem, was wir aufbauen. Ja, absolut. Du hast ja auch jetzt am Anfang schon in dem Sinn angedeutet und wo du auch das Beispiel gegeben hast mit der Fermentation. Es muss sich ja auch lohnen für die entsprechenden Anwender. Das heisst, ohne dass man die kennt, wird es natürlich schwierig, um auf das eingehen. Jetzt hast du aber natürlich wie ich am Anfang auch gesagt habe, die interessante Kombination, dass du beides kennst. Du hast beides erlebt schon. Vielleicht können wir auch ein bisschen mehr noch darauf eingehen, was sind denn die Schwierigkeiten, dass Forschung und Industrie eben jeglicher Grösse zusammenarbeiten? Vielleicht auch im Aspekt, also ich höre sehr oft, dass es schwer ist, dass Industrie und Forschung zusammenarbeiten, sprich die Industrie manchmal nicht weiss, wohin, wer ist der Spezialist. Genauso aber auch in den Forschungssachen erarbeitet werden, wo es dann schwer findet, zu finden, wo finden wir den Marktansatz in der Industrie. Was sind dort Schwierigkeiten und vielleicht kann man die umgehen? Ich denke, die Schwierigkeit ist, dass man natürlich aus verschiedenen Perspektiven mal die Lösung anschaut. Der ganz, ganz klassische Forscher ist natürlich schon mal sehr an seiner Lösung interessiert, auch aus Forschungsinteresse. Und die Industrie wird die erste Lösung, die umsetzbar ist. Ich glaube aber, dass die Differenz nicht so gross ist, wie jetzt das tönt. Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es schwierig ist, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, gar nicht. Ich finde, wenn man lösungsorientiert an Themen herangeht und schaut, dass die verschiedenen Interessen auch, dass den verschiedenen Interessen kann begegnet werden, mit einer Offenheit herangeht und dem Wissen, dass es genau die Zusammenarbeit braucht, dann habe ich eigentlich noch nie Mühe gehabt, weder wo ich in der Industrie geschafft habe, sondern mit der Forschung. Mit der Forschungs-, also Hochschule zusammen, umgekehrt jetzt von Forschungszeiten. Ich glaube, manchmal sind vielleicht die Hemmschwellen grösser, als tatsächlich müsste sein. Und es ist auch extrem personenabhängig, das muss man sagen. Das Ganze hängt davon ab, wer ist vis-à-vis, wie offen ist die Person, was hat sie für Erfahrungen gemacht, auch wie offen wollen die Leute Know-how austauschen, sind sehr, sehr vorsichtig bezüglich IP und kommen zuerst mal mit 1000 NDAs. Oder kann man schauen, dass man irgendwie eine Ebene findet, wo zum Beispiel die Industriepartner ein gewisses Know-how teilt, aber selber schon den Strich zieht, wo wird zum Zeichen, aber das mal kann ohne NDA machen. Dann kann man relativ zügig auch für sich kommen und dann entscheidet doch, das passt zum Zusammenarbeiten, da bei dem Forschungspartner, die man braucht. Und ich hätte gesagt, das ist immer abhängig von den Personen. Nein, ich finde es super, dass du da auch so positiv erfährst und auch teilen kannst, weil es ist wirklich, also ich fände es so wichtig, dass der Austausch stattfindet, weil ich glaube wirklich auch von unserer Perspektive, es braucht den Austausch so unbedingt, auch gerade in Themen wie der Kreislaufwirtschaft oder Nachhaltigkeit im Gesamten. Ich höre einfach immer wieder, dass Schwierigkeiten da sind oder sprich im Sinn von, dass dann eben Ergebnisse in der Schublade landen und nicht genutzt werden und das wie schade ist. Aber es sollte ja eigentlich nicht sein.
Du hast es jetzt wirklich auf den Punkt gebracht, indem du eben sagst, es ist wahrscheinlich auch personenabhängig. Und dass die IP immer wieder mal eine Rolle spielt, ist überall so, denke ich. Aber wie geht die Uni mit dem um? Wie ist das? Mit diesen NDAs, ist das ein grosses Thema? IP teilen, auch in so Konsortien, wenn man mit der Industrie und verschiedenen Partnern zusammenarbeitet, ist das eine Schwierigkeit oder ist das etwas, wo... Also ich habe gesagt, es ist ein Aufwand. Ein Aufwand. Aufwand ist es sicher. Und wir haben natürlich auch gute Standard-NDAs, die wir als Vorlage nehmen für die Industriepartner, die selber nicht unbedingt NDAs schon haben. Ich kann dort natürlich auch miteinander reden, wo passt man etwas an, wie weit ist man bereit, entgegenzukommen. Auch dort ist die Frage, wie wichtig ist einem die Zusammenarbeit und findet man einen Weg, aber meistens findet man dann einen guten Weg. Die grossen Firmen, die haben dann häufig eigene NDAs und grosse Rechtsabteilungen, da kann es einfach länger gehen. Da braucht es sicher auch Geduld, dass man es einberechnet, dass man nicht kann ein NDA, also mit einer grossen Firma geht es nicht, oder selten, manchmal geht es, aber selten geht es, dass man innerhalb von einer Woche ein NDA hat. Aber es ist nie ein Killer-Argument für jetzt eine Zusammenarbeit oder so. Nein, so höchstens nicht. Länger. Das ist noch nie gewesen. Es geht dann eher darum, dass man schaut, wie gut kann man das Feld eingrenzen. Also zum Beispiel für uns ist es schwierig, so generalisierte NDAs zu unterschreiben. Ja. Und das können wir nicht machen, sonst können wir nicht mit anderen Partnern arbeiten. Ja. Und dass man dann einfach schaut, dass man wirklich relativ präzise das Gebiet umschreibt, wo man schützen will, also wo der Partner will schützen will. Bezüglich Vertraulichkeit, das lässt sich meistens gut machen. Das verstehen die Industriepartner auch, wenn man es erklärt. Ja, also das ist noch immer machbar. Super. Nein, also das ist mega schön zu hören auch. Und ich bin auch so froh, dass die ZAW da auch so viel macht. Ich höre immer mehr von Unternehmen, die auch mit der ZAW zusammenarbeiten. ZAW hat ja auch sehr viele verschiedene Departemente, wo auch sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit arbeiten, so wie ich das mitbekomme, aus verschiedenen Blickwinkeln und die dann auch versuchen zu kombinieren. Jetzt, du bist ja speziell mit dem Fokus nachhaltige Wertschöpfungskette, glaube ich. Im Lebensmittelbereich, ja. Genau, im Lebensmittelbereich unterwegs. Jetzt, nachhaltige Wertschöpfungskette, wie definierst du die? Sprich, was ist das für dich, eine nachhaltige Wertschöpfungskette? Eine fiese Frage. eine nachhaltige Wertschöpfungskette ist eine, wo wenn man... Und das ist weit, also das sind wir noch weit davon weg. Aber eine, die es erlauben würde, dass wenn wir jetzt das über alle Wertschöpfungsketten könnten, multiplizieren, was wir erlauben, innerhalb der Ressourcen von unserem Planeten zu leben. Ja. Das ist quasi das. Das muss Ziel sein. Das muss Ziel sein, weil also die Situation, die wir jetzt haben, dass wir Jahr für Jahr mehr Ressourcen brauchen, als unser Planet hat, das darf nicht sein. Ich meine, noch besser wäre, wenn wir es schaffen, unter den Ressourcen mit dem Faktor 1 zu kommen, um irgendwo wieder etwas aufzuholen, was wir vergeben haben. Das ist natürlich noch schwieriger. Aber wenn wir es jetzt zumindest mal schaffen, innerhalb der Ressourcen zu leben, dann ist schon sehr viel erreicht. Ja, absolut. Meinst du, wir schaffen es? Ja. Ja? Ja, ich bin überzeugt, wir schaffen es. Für mich ist der absolute, also das Wichtigste daran ist, dass man Vorreiter hat, die das leben, die das auch zeigen, was sie bewirken. Und wenn wir es irgendwie anbringen, den Leuten zeigen, dass jeder Einzelne zählt und wegkommt von dem Gedanken, ja, auf mich kommt es doch nicht an, weil wenn andere nicht mitmachen und ich schon, dann ist nichts bewirkt, hinzu, ich mache mit und ich hoffe, dass möglichst viele andere auch mitmachen, dann können wir das schaffen, ja. Und da bringt ihr dann wieder quasi uns zurück zu denen in Partnerschaften arbeiten, als Konsortium arbeiten, quasi miteinander Kräfte vereinen in dem Sinn. Siehst du die Vorreiter, die du jetzt gerade gesagt hast, hauptsächlich in der Schweiz, in Europa, weltweit, wo siehst du die treibenden Kräfte? Also ich habe gesagt, dass querbeet weltweit gibt es ganz spannende Leute, die sich da sehr aktiv auch auf Social Media sehr aktiv sind, wirklich sehr aktiv zeigen. Ich glaube, es langt nicht, wenn nur in der Schweiz.
so einer Vorreiterrolle eingenommen wird. Aber wir aus der Schweiz können etwas bewirken. Und nicht nur, weil wir klein sind, heisst das, wir können nichts bewirken. Wir müssen einfach genug, also eigentlich die Lighthouse, die wir schaffen, wirklich auch zeigen und zeigen, man kann das schaffen. Mhm. Aber es braucht natürlich weltweit Leute, die das unterstützen, das ist ganz klar. Mhm. Absolut, absolut. Vielleicht jetzt gerade auch heutzutage mit Corona, weniger Reisen, werden auch internationale Kooperationen vielleicht schwieriger. Wir haben auch schon gemerkt, dass ja, der fehlende persönliche Kontakt es manchmal schwieriger macht. Auch Sachen besichtigen, jetzt in der Lebensmitteltechnologie, wie ist das? Ich meine, ihr seid sicherlich auch sehr stark im Austausch mit externen Forschungsinstituten, Industrien, Startups und. Auch um natürlich fachlich euch auszutauschen. Wir haben jetzt gemerkt, wir müssen Fabriken anschauen und so Sachen, um halt auch Zusammenhänge zu verstehen. Fehlt euch das momentan oder ist das etwas, das ihr gut überbrücken könnt? Also es fehlt uns sicher. Wir sind momentan in einer guten Lage, jetzt zumindest für mein Team in einer guten Lage, dass wir die Partnerschaft schon sehr weit aufgebaut haben. Mhm. Und in den meisten bestehenden Partnerschaften lässt sich das gut überbrücken. Weil da weiss jeder, das ist eine Frage von der Zeit. Und ja, wir hätten zum Beispiel gerade gestern hätte man bei einem Partner guten Betrieb besichtigen. Das ist jetzt nicht gegangen, das haben wir auf den Frühling müssen verschieben. Aber wegen dem machen wir mit dem Projekt trotzdem weiter. Wir wissen, das ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ein grosses Konsortium aufbauen will, dann wäre es extrem wertvoll, wenn man sich das erste Mal könnte in Persona sehen könnte, weil es einfach ganz eine andere Vertrauensbildung gibt, wenn man den Leuten gegenüber sitzt und nicht nur via Bildschirm. Das ist dort, wo ich eigentlich die grösste Hemmschwelle sehe. International sehe ich nicht so ein Problem, weil ich glaube, es kann auch eine Chance sein. Also einerseits, natürlich, wenn die Leute weniger reisen, ist das eine Chance, sage ich nach, bezüglich Nachhaltigkeit. Ich glaube aber auch, dass es eine Chance ist für Forscher aus Nationen, die vielleicht weniger Geld haben zum Reisen, dass die plötzlich nicht mehr benachteiligt sind, sondern sie können genauso auf gleicher Ebene mitmachen wie alle anderen. Mhm. Ich glaube, es hat auch Chancen drin, nicht nur Herausforderungen. Absolut, das ist ein sehr interessanter Punkt, habe ich so in dem Sinne noch gar nie mehr überlegt, aber stimmt, ja, absolut. Jetzt, ich würde gerne, bevor wir mit dem Interview fertig sind, noch einmal zurückkommen zu Lebensmitteltechnologie, Nebenströme aus den Lebensmitteln. Für uns ein von den wichtigsten Strömen in dem Sinn. Es passiert auch sehr viel. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem mit jemandem geredet, der gesagt hat, in der Lebensmitteltechnologie oder in der Lebensmittelindustrie, meine ich, sind doch Nebenströme früher noch auch ein Produkt gewesen, sozusagen. Wir haben wie in der Zwischenzeit vergessen, dass das ein Produkt ist, das man sollte und kann nutzen. Mhm. Wie siehst du das? Das ist sicher, an vielen Orten ist das so. Ich weiss, ob man es ganz so generalisiert kann sagen. Mhm. Wenn wir jetzt das klassische Beispiel nehmen, Weizen. Ja, da hat man sicher früher mehr Vollkorn gegessen, dort stimmt das. Dort hat man sehr viel mehr Vollkorn gegessen als heute. Heute isst man sicher mehr. Weissbrot hat da sehr viel mehr Kleie, die anfallen, als neben der Person. Dort ist das sicher so. Wäre aber nicht so schwierig zu korrigieren, wenn Konsumenten alle mitmachen und das wetten. Aber wir können nicht über den Konsumenten bestimmen, sondern wir müssen das auch machen, was der Konsument interessiert und was er sich wünscht. Und das heisst, man muss auch ein bisschen mit der Zeit mitgehen und kann nicht einfach sagen, es ist immer früher ist so gewesen, wir gehen zurück zu dem, sondern der Konsument, der heute ein breites Angebot hat, zum Beispiel Brot, Backwaren generell. Ein Teil ist halt aus Weissmehl, ein Teil ist aus Vollkornmehl, aber will die ganze Palette und da bleibt halt ein Teil klein vorig. Und dann ist, finde ich, es durchaus berechtigt, dass man sagt, ja, und jetzt für die neu entstehende Kleie, für die muss man jetzt halt Lösungen finden und neue Lösungen finden. Und das kann ja auch spannend sein. Es muss ja nicht alles im Alter bleiben. Ja. Und das ist das Gleiche, wie man nicht kann sagen, es müssen jetzt alle einfach Fleischersatzprodukte essen und keiner darf mehr Fleisch essen. Weil man wird nicht alle auf gleiche Art können abholen. Man muss verschiedene Wege finden, um verschiedene Konsumentengruppen und verschiedene Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Das heisst, ihr wählt auch eben ganz viele verschiedene Ansätze, die ihr verfolgt mit eurer Forschung in dem Sinn, dass ihr von eben, wie kann man weniger Abfall generieren, wie kann man mehr Nebenströme nutzen, bis hin zu eben, wie kann man sie zurückführen und.
gibt es da irgendeinen Punkt, den ich jetzt vergessen habe aufzuzählen? Nein, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Ich glaube wirklich, es braucht genau das, das Zusammenspiel von Minimieren von Nebenproduktströmen, ganzheitliche Nutzung bis hin zu gewissen Mengen lassen sich nicht verhindern, weil es nicht den Konsumentenwünschen entspricht. Und der Konsument ist schlussendlich der eigentlich treibt voran, was entwickelt wird. Und dort auch Lösungen anzubieten, dass man mit diesen Nebenproduktströmen machen kann. Aber natürlich muss es auch das Ziel sein von den verarbeitenden Lebensmittelfirmen, dass sie auch neue kreative Lösungen bringen, die vielleicht der Konsument gar nie so dran gedacht hat. Und dann, ich glaube, es gibt einfach die verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Lösungsansätze, die wir zusammenspielen. Und von dem her, ja, finde ich, muss man auf allen Ebenen arbeiten. Absolut. Nein, definitiv. Also so wie ich das jetzt verstehe und zusammenfassen kann, arbeitet ihr an der ZHAW, du mit deinem Team, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, aber immer mit dem Fokus, wie kann ich Nebenströme oder Nebenprodukte zurückführen in die Lebensmittelkette. Sprich, wie kann ich verhindern, dass sie überhaupt entstehen. Ja, also entweder verhindern oder nutzen. Oder nutzen, genau. Ja. Noch eine Frage. Welche Nebenprodukte siehst du als die interessantesten, spannendsten, wertvollsten oder die dir am meisten Freude machen, um damit zu arbeiten? Was mir sicher sehr viel Freude macht, sind Nebenproduktströme wie Ölsaaten. Ein ganz spannendes Nebenprodukt. Nüsse haben auch ganz spannende Nebenproduktströme. Also generell Getreide natürlich auch, aus der Richtung komme ich ja auch ursprünglich, das ist auch geblieben, dass mir das sehr viel Freude macht. Aber es gibt noch tausende von anderen, die auch spannend sind, wie Nebenproduktströme von der Gemüseverarbeitung, die extrem wertvolle Komponenten drin hat. Wir haben in der Schweiz die ganze Palette von Ackerfrüchte, Gemüse, Früchte bis hin halt zu Fleischnebenproduktströmen und Milchnebenproduktströmen und allem, was ich vergessen habe, da gibt es ganz viel. Ja. Von dem her, ich würde jetzt mich jetzt gar nicht festlegen, auf welche Nebenproduktströme, sondern ich glaube, wir setzen eher einen technologischen Fokus. Welche Technologien sind wir besonders stark drin? Und natürlich wollen wir die in Zukunft auch weiterentwickeln und weitergehen, aber ich glaube, wir fangen zuerst dort an, wo können wir am meisten Mehrwert generieren, dort, wo unser Kern-Know-how ist. Sehr schön, super. Gibt es noch etwas, was du abschließend teilen möchtest? Sonst würde ich dann da unser Interview beenden. Ja, etwas möchte ich noch erwähnen, und das ist, ich finde, wir sind in der Schweiz in einer richtig guten Lage, was Netzwerke anbelangt. Ich glaube, da hat man in der Schweiz richtig gute Netzwerke aufgebaut. Ich kann nicht beurteilen, wie das in anderen Ländern ist, aber ich glaube, in der Schweiz ist die Basis ist vorhanden, um die Vernetzung zu schaffen zwischen den lebensmittelverarbeitenden Firmen und den Hochschulen. Die muss man natürlich möglichst nutzen, die muss man bekannt machen, aber da ist eigentlich alles da, um richtig gut voranschreiten und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen. Das finde ich, ich kann nicht sagen einzigartig, weil ich nicht genau weiss, wie gut das in den benachbarten Ländern ist oder weltweit ist. Aber wo wir da stehen, ist richtig lässig und auch die Finanzierungsunterstützung, die wir haben in der Schweiz. Die verschiedenen Systeme auf verschiedenen Projekten, in Projektgrössen, was man da vom Bund kann beantragen an Gelder, von Stiftungen kann beantragen, von vielen weiteren Förderern. Das ist richtig lässig und ich glaube, das muss man nutzen und auch schätzen, was die Schweiz da aufgebaut hat. Absolut richtig. Ja, definitiv, dem schließe ich mich gerne an und dann schließe ich unser Interview da ab und hoffe, dass wir uns vielleicht ein anderes Mal wieder sprechen können und vielleicht auch schauen, was sich dann entwickelt hat seit dann. Ich freue mich auf zukünftige Zusammenarbeiten. Super, sehr schön. Ich mich auch. Herzlichen Dank, Nadine. Ja, einen schönen Tag. Ebenso, merci. Tschüss, Linda.